Aber ich muss sagen, auch wenn es sich stört, mich hätte das jetzt nicht gestört. Ich meine, wir benutzen ja auch Fackeln zur Ja, Weg. Fackeln. Ja, Fackeln und sind. er benutzt halt, hat halt die Diore benutzt. Also das stört mich jetzt nicht so wirklich. Hätte halt Kies benutzt, das gibt's wenigstens im Nether. Aber Diorit ist so. Man sieht es zwar gut, aber es macht keinen Sinn im Nether. Naja. Bin mal gespannt, wenn mein erster Basaltstreifen kommt. Ich muss ja jetzt eine Weile lang graben. Ich glaube, ich hole mir mein Pferd in die Nether und benutze es dann nur immer, um da diesen Streifen entlang zu reiten. Da sind zwei Diorit aneinander. Wahrscheinlich ist da ein Weg rein. Da ist ein Weg rein und der ist so zwei groß, verdammt. Brauche ich ja wieder eine neue Truhe. Warum mache ich eigentlich eine neue Truhe? So, eigentlich wollte ich ja heute streamen. Was, du wolltest heute streamen? Ja, nochmal. So, jetzt habe ich wieder mehr Platz. Wie lange nimmst du jetzt eigentlich schon wieder auf? Keine Ahnung. Mal nachsehen. Ich bin jetzt bei fast 7 Stunden. Schon wieder. Das sind 3 Wochen mittlerweile. Also ich bin dafür fast zu Hause. Wie gesagt, ich folge jetzt halt diesem Diorit-Weg gerade. Bin jetzt bei Koordinaten minus 400, 800. Da müsste eigentlich bald mal Askas Schloss auftauchen. Um mein Inventar zu füllen, dann rein. So, jetzt habe ich Pech. Müssen in diese Richtung. So, und zwar noch ganze 700 Blöcke in diese Richtung. Eigentlich wollte ich den Nachhauseweg ja nicht mehr machen. In diese Aufnahme da. Aber dann kam Rikulat. So kurz bevor ich aufhören wollte. Weil das letzte, was ich eigentlich noch machen wollte, war mal auf einem Schreiter reiten. Dann mich irgendwie mit dem Schreiter eingraben und dann ausloggen. Und dann beim nächsten Mal mit dem Schreiter nach Hause gehen. Also das, was ich jetzt mache. Aber nein, dann kam Rikulat. Und dann wollte ich, habe ich mir gedacht, okay, ich folge jetzt dem Fackelweg, vielleicht treffe ich Rikulat ja noch. Aber ich bin ja dem Fackelweg dann doch nicht mehr gefolgt, weil es angenehmer war, auf der Lava zu laufen.
Okay. Warum gehen wir jetzt plötzlich hier in diese Richtung? Entweder ist das jetzt schlecht. Halt, nein, hier war ich schon mal. Das habe ich schon mal gesehen. Wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Nein, es gab eine Abzweigung und ich hatte die Wahl, welchem Wege ich jetzt folge. Und ich glaube, ich bin dem richtigen Weg gefolgt. Oh, ich gehe gerade tatsächlich nach Süden, statt nach Norden. Verdammt. Ja gut, dann grabe ich halt jetzt bis Salz kommt und dann grabe ich mich nach oben. Tu das. Obwohl, den muss ich gar nicht. Ich grabe auch bis Salz kommt, dann weiß ich, dass ich jetzt im neuen Biom bin. Das Schloss ist ja um die 200-300 Blöcke breit und nicht genau bei Null. Das heißt, es könnte sein, dass wir schon fast da sind, Leute. Oh. Das da könnte unsere Nessefestung sein. Wenn das wahr ist, dann könnte da vorne schon so 100-200 Blöcken Askas Schloss kommen. Das sieht sehr gut aus, Leute. Den packen wir zu Runak. Der bekommt dann auch einen Namen, den ihr auswählen dürft, Leute. Ihr dürft auswählen, wie dieser Schreiter heißen soll. Ja. Nein, nicht du, Kefrey, die Zuschauer. Nein, ich. Nein. Du kannst den eigenen Schreiter holen und ihn benennen. Vote for Jörg! Nein! Ja, okay, das ist legitim, wenn dann andere dafür machen, aber... Okay, wir müssen da hoch. Da ist er doch! Geht sie wieder zurück? Wo geht's hier weiter? Bin ich doch dem falschen Weg gefolgt? Hier ist einer drin. Wird Zeit, dass Basalt kommt. Schon bei plus 3. Eventuell bin ich doch dem falschen Weg gefolgt. Wobei ich aber jetzt sehr nahe dran bin. Ah. Ja, da geht's nach Hause, Leute. Ich muss übrigens den Portpanel noch fertigstellen. Ich weiß, dass ich mein Portpanel noch fertigstellen muss. Ja, weil das, was ich hatte, jetzt das andere, das haben sie jetzt geändert, dass es kostenpflichtig ist. Jetzt brauche ich wieder was Neues. Echt jetzt? Ja. Ah, oh, das ist fies. Also theoretisch ist es ja sogar schon fertig. Allerdings nur die Funktion für nichts in Twitch angemeldet. Das heißt, nur das Ansehen. Es kann keine abstimmen. Jeder kann sehen, welche Umfragen da sind, welche Antwortmöglichkeiten und wie viele Stimmen. Es kann nur kein abstimmen. Aber das ist noch nicht fertig. Aber das ist sogar schon an die Datenbank angebunden. Aber es kann halt noch keine Umfragen auch noch nicht erstellt werden. Ich könnte sie halt manuell in die Datenbank eintragen. Dann wären sie da. Aber das mit der Twitch-Anmeldung muss ich halt noch irgendwie hinkriegen. Ja, ran an die Arbeit. Direkt nach der Aufnahme. Nee, heute mache ich dann nichts mehr. Oh.
So. Ach, ich hab noch einen Platz frei. Oh, super. So, jetzt geht's hier irgendwie nach unten. Wann haben wir denn bei welchen Koordinaten ungefähr neue Biome gefunden eigentlich? Es hat etwa eine Stunde gedauert, glaube ich. Ja, aber auch nur, wenn wir uns Zeit lassen können. Ja, dann wird's, wenn du immer in eine Richtung gräbst und dann nur ein 2x1 Tunnel machst, dann würdest du wahrscheinlich. Das Strip Mining, da bin ich. Ja, eben. Aber ich, wenn du das machen würdest, dann würde es wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so dauern. Ich mach 3x4. Weil da kann ich dann wieder schön mein Ding draus bauen. Mhm. Da unten geht's raus, Leute, dann haben wir es wieder geschafft. Wow. Jetzt doch sterben. Nein, ein Zombie-Pikmin blockiert mir den Weg. Und ich müsste mal wieder meine Truhe ab. Moment mal, ich kann meine Truhe hinlegen. Zack, jetzt habe ich wieder einen Platz frei. Jetzt sind es sogar zwei. Ich habe jetzt eine ganze Doppelkiste Netherrack geworfen. BTF? Also von der Menge her, also wäre jetzt schon eine Doppelkiste. Okay. Ich bin jetzt bei minus 450, minus 54 in etwa. Und der Weg geht hier runter. Ah, und da drüben geht er wieder hoch. Das wohl schafft. Vielleicht kommen wir da drüben irgendwo besser runter. Nein, wir graben uns runter, Leute. Wir bleiben auf dem Weg. Dürfte nicht mehr allzu weit gehen. So, da drüben geht es dann hoch. Wahrscheinlich bin ich jetzt die falsche Richtung gegangen. Und ich komme jetzt gar nicht zu mir nach Hause. Aber ich bin halt schon bei minus 400, minus 400. Deswegen glaube ich, dass das hier der richtige Weg ist. Kefrey, hast du Lust, mir einen Gefallen zu tun? Komm auf den Gefallen an. Geh zurück zu Asker Schloss und, oder zum Sumpfportal und folge den Weg, den Diorit-Weg da. Das kann aber eben dauern. Ich würde nur gerne wissen, ob ich dem richtigen Weg folge. Ja, das kann gerne. Ich bin auf dem Weg, aber es kann dauern. Ja, wenn ich dem richtigen Weg folge, kommen wir uns ja entgegen. Ich muss jetzt erstmal meine Höhle, meinem Gang wieder raus. Hm. Und das kann dauern. Macht ja nichts. Ich habe ja Zeit. Hey, du. Ja. Bei mir kommt in 20 Minuten eine Pizza. Oh, verdammt. 60. Die Spitzhacke lässt langsam nach. Ei. Eventuell muss ich jetzt eine Eisenspitzhacke benutzen.
Hast du denn eine? Ich hätte Eisen. Oh, Quarz. Hab ich Quarz übersehen. Ich bin jetzt dann wirklich bald bei Null. Deswegen glaube ich stark daran, dass das hier der richtige Weg ist. Ah, ich muss ja eine Nische machen. Auf welcher Höhe bist du? Ich bin bei 41. Was sind deine Koordinaten? Minus 460, minus 380. Du bist noch 200 Blöcke weit weg. Pro Ding. Also, ich wäre auf der richtigen Höhe, ohne jetzt dem Weg zu folgen. Bin bei minus 170, 68. Das ist gerade mein Eingang in dem Ding und das ist direkt unter dem Sumpfportal. Bin ich ja mal gespannt. Bin jetzt bei der Treppe nach oben. Geh bald in diesen Diorit-Eingang. Durch welchen Eingang muss ich überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Die müsstest du tatsächlich auch suchen. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht. Ich glaube. Das ist, glaube ich, der hier. 40 noch. Also ich bin jetzt bei Höhe 114. Bin bei Diorit-Pfad. Cool. Bin ich ja mal gespannt. Ob ich. Oh, verdammt. Und nur nach oben. Und glaube, ich Diorit verloren. Aber ich sie abgebaut habe. Muss links lang gegangen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Was sind deine Koordinaten nochmal? Gleich, ich bin gerade in eine Lavafalle getappt. Die muss ich jetzt erstmal wieder wegkriegen. Jetzt komm ich hier entlang. Noch 32. Hier ist kein Diorit mehr. Meine Fresse. Ist da einfach ein Loch. Also ich bin jetzt bei minus 440, minus 370. Rickleut ist wieder da. Bist viel zu weit weg. Bist in komplett andere Richtung vom Diorit-Pfad. Echt? Ich gehe tatsächlich in den falschen Weg. Ich glaube schon. Der Diorit-Pfad geht nach plus. Geht nach minus. Ich bin ja auch schon. Ich bin auf dem Weg hier nach minus. Nach plus. Also ich bewege mich gerade in... Warte mal, gibt es da vielleicht jetzt mehrere Diorit-Pfade? Kann sein.